So, Hurriger Hugo hat vor 3 Tagen ein Video hochgeladen und zwar Mark in Gefahr. Damit ist höchstwahrscheinlich Mark Gebauer gemeint. Ich freue mich sehr auf das Video. 8 Minuten 26, pure Unterhaltung. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Montestream am frühen Morgen. Und ihr habt frei Homeschooling-Quarantäne oder was? Urlaub, Homeoffice, gelber Schein, Bruder, den gelben Schein fühle ich. Spätschicht, arbeitslos, okay, fühle ich auch. Ich habe weder Homeschooling, noch gelben Schein, noch Urlaub, noch bin ich krank, ich muss arbeiten. Man merkt immer, was ihr eigentlich für ein gutes Leben habt, wie gut es euch geht. Seid dankbar, Chat. Während ihr zu Hause faulenzt, sind Leute wie Monte schwer am Schuften. Ey, so schwer am Arbeiten, Alter. Ey, Chat, bitte seid dankbar. Ey, ich sitze hier seit einer Stunde. Könnt ihr euch das ausmalen? An einem Mittwochabend seit einer Stunde? Ey, es gibt Leute, die schauen dann Netflix. Es gibt Leute, die haben da ein Date. Ey, ich bin hier für euch. Wisst ihr, wie gut es euch geht? Oh Mann, ey. Ich arbeite in meiner Mittagspause. Für die Lohnerhöhung. Also bis jetzt habe ich schon wieder echt ein Scheißvideo. Ich habe noch nicht einen Clip von mir gesehen. Carsten friedlich am Zocken. Auch Carsten komplett aus dem Nichts. Mann! Was ist denn mit Carsten los? Mit einer großen Wahrscheinlichkeit habe ich bald... gleich habe ich AIDS! Du siehst ein bisschen aus wie die Schildkröte von Ab durch die Hecke. Schau mal nach. Aber das sieht süß aus, also. Chat, wisst ihr, was heute passiert ist? Meine Haushälterin meinte, dass sie heute nicht so lange braucht. Das bedeutet, es ist nicht so eine Frage. Wenn ich noch fragen wollte, ist es schon erlaubt? Ja, ich denke, die sind dreckig. Ja. Danke. Okay. Ja. Tommy wieder on fire. Du bist ein Knecht. Ja, super. Ja, so ein Hitzohn. Wenn ich den sehe, Digga, ich werde ihm so einen Nippeltwister geben. Wie, das müssen wir jetzt gewinnen, okay? Fazit, Max will gewinnen. Ich gebe mein Bestes. G-Time gibt sein Bestes. Let's go. Direkt mit los. Mickey. Max perfekt in Position. Gegner machen Punkt. Und direkt nochmal. G-Time derweil. Nochmal drücken. Let's go. Oh, Chat, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wir hatten vor 2 Wochen oder so, letzte Woche hatten wir Team Stuttgart, Henke und ich gegen Team Berlin, Basti, GAG und Kevin. Und da haben, auch wenn jemand gefragt hat jetzt, und es muss im Chat auch niemand schreiben, dass niemand gefragt hat, da haben Henke und ich tatsächlich in dem Spiel gewonnen. Henke, wenn du siehst, Grüße gehen raus, aber Henke sieht's niemals, Mann. Kevin entering God Mode. Gegner geht hoch und springt über ihn. Hä? Wait, ist er runtergefallen? Oh nein! Oh, what the fuck? Oh Gott! Ja! Ach nee. Chris, hast du Arsch gesehen? This girl is on fire! What the fuck? Was war denn das? Ja. Ja. Im Grunde lerne ich gerade, ich will jetzt nicht sagen auswendig, aber lerne ich gerade die Terms of Service auf Twitch nochmal auswendig. Neue Ereignisse im Fall Gebauer. Hat Hugos neues Video rausgebracht? Nee. Viper1337. Cooles Video heute mit Victoria. Hast du schon das Argento Review vom Parfum Boss? Ich könnte jetzt nicht sagen, wer da irgendwie dir was zu sagen kann. Also die Jungs sind der Meinung, dass du gerade ignorierst, dass der Hugos ein neues Video rausgebracht hat und du willst mir noch nicht zeigen. Nein, das ist aber kein neues Video. Aber vielleicht habe ich das Video auch schon gesehen. Ja, ist kein neues Video. Ach nee? Ich glaube, ich habe da was gesehen hier mit dem Text. Nein. Oh, wie rot er wird. Marc schämt sich richtig dafür. Der Arme, Alter. Er muss schon sagen, Hugo hat schon eine sehr wilde Fantasie, ne?
Aber sie sind sehr süß, ja, finde ich auch. Ich muss euch wirklich sagen, Marc und Victoria ist ein sehr, sehr süßes Pärchen, ne? Und freut mich sehr, dass so zwei Menschen verheiratet sind. Marc ist rot wie eine Tomate, Lul. Ah, Jungs, was meint ihr? Do. Aber das hast du auch schon gesehen. Aber alleine. Ja, alleine. Du hast mir das nicht gezeigt. Nein, ich muss dir das ja auch nicht zeigen. Eine Sache habe ich nie in der Schule gemacht. Ich habe nie Leute in der Schule gemobbt. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer Leute geschlagen. Nani? Omae wa mou shinde iru. Kohle Pizza, jetzt neu. Es waren einmal zwei Streamer. Die machten zusammen einen schönen Stream. Dann sagte einer der beiden, er geht mal aufs Klo. Der andere musste ganz allein weiter streamen. Und dann bemerkte er etwas Komisches. Ja, da war einfach jemand. Also, Hugo und seine Fantasie, ich hab's gerade eben noch ausgesprochen. Bis heute fragt man sich, was dieser junge Mann da draußen gemacht hat, wobei er doch angeblich nur aufs Klo wollte. Da habe ich einmal vor 6 Jahren für eine Szene an der Zigarette Ach, Junge. Da war einfach irgendein Gartenarbeiter vielleicht. Jemand, der im Garten was zurechtgemacht hat. Ich habe noch nie Alkohol getrunken und bin dann Auto gefahren. Nee, ich bin wirklich noch nie... Ich glaube, ich bin sehr safe, dass ich... Ich habe noch nie einen Fan beleidigt. Nein. Ich habe noch nie jemanden in den Garten geschissen. Was? Nein. Nee, habe ich auch noch nicht. Man kann Ju nicht genug loben für den alten Hustle oder für den Hustle mal auf dem Kanal Julian Bam. Es war wirklich crazy, was die im deutschsprachigen Raum gemacht haben. War wirklich verrückt, Mann. Wirklich verrückt. Mit so einem Mask auf so. Mask auf. Wolltest unbedingt May Abu Chaka. Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest. Bruder! Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass YouTuber Grommis sind. Würde ich gerne mein ganzes Haus, meinen ganzen Hof so machen, dass alles abgeriegelt ist und dann eine Art Paradies für YouTuber machen könnte. Dann wäre es wirklich so, dass ich quasi hier wirklich sagen kann, ja, man kann hier... Ich stelle hier mal einen Gärtner ein, würde hier einen Gärtner einstellen, ja. Dann könnten andere YouTuber aus ganz Deutschland hier anreisen, hätten hier keine Probleme, wenn sie entspannen und chillen wollen. Ich habe hier erst genug Platz. Ich könnte hier eine kleine Ecke mit Whirlpools einrichten. Ich könnte hier ein Haus hinstellen, voraussetzt natürlich, das muss man natürlich genehmigen lassen und alles. Das Haus hier wegreißen, ein richtig schönes, großes Haus herstellen, ja. Mit, sagen wir mal, 5-6 Zimmern für Gäste, wo dann wirklich mal sagen, ja, 3-4 YouTuber, die kommen mal hierher, ja, und dann können sie hier chillen mal, dann können sie hier entspannen. Das sind so Sachen, über die ich schon lange nachgedacht habe. Ja, Mann, ich stehe darauf, Mann, weil ich keine Zeit mehr habe in den vergangenen 6 Jahren. Egal ob du Mann oder Frau bist, ich brauch diesen Sex, egal von welchem Geschlecht. Es gibt nur zwei. Oh! Haare sind gegelt, fühl mich wie Vin Diesel. Ich weiß nicht mal, wie Vin Diesel aussieht, Digga. Die Glatze! Haare sind gegelt, fühl mich wie Vin Diesel. Ah, es wurde gegelt. Die Schlümpfe! Die haben mich so abgefuckt, ich hab sie gehasst. Was? Ey, Schlümpfe waren geil. Und ich muss euch eins sagen, die Gummibärenbande. Gönnt euch allein das Intro. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Ja, das ist krass. Aber es gab ein Intro, was noch besser ist. Fand ich auch geil, Mann. Ich wollte mal, dass Gaga mir die Schlümpfe endlich tötet. Ja, ich hab auch gedacht, der Fisch. Digga, der hat sie 1000 Folgen angegriffen und hat nie einen Schlumpf getötet. Ja, ich hab genug. Montes beste Angestellte. Platz 4, der Aquariumpfleger. Platz 3, Katte Leon. Platz 2, Agatha. Wer ist Platz 1? Agatha hat wieder gezaubert. Und auf der 1, die Lambo-Reinigungsaffen. Wenn Monte einen Schlangenbiss in seinen Hoden kassiert, würdest du seinen Hoden aussagen, um ihn zu retten? Er wird ja sagen. Wisst ihr warum? Weil es sehr gute Freunde sind. Definitiv, ja.
erklären, Bruder. Danke, Hugo, für das Video. Marc in Gefahr. Marc wurde sehr rot, ihm war das sehr unangenehm. Ich mag das natürlich sehr. Die Geschichte, die da aufgebaut wird zwischen Marc und Victoria, da gehen auch Grüße raus. Ach, die schauen es eh nicht. Ich grüße schon wieder und niemand guckt sich die Scheiße an, Mann. Ey, wirklich, ich kann so viel grüßen. Yo, ich grüße Nico, ich grüße Carsten, ich grüße Marcel, ich grüße Chris wie Rob. Niemand, ist ja scheiß drauf. Aber ein gutes Video, hat mir sehr getaugt, Mann.